Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Neo 15. Checkt die Links in der Beschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. So, es ist endlich soweit. Der neue CPU-Index ist endlich fertig. Das hat jetzt 4 Monate gedauert. Und wir zeigen euch jetzt mal, was wir alles so gemacht haben. Alle Spiele. Ihr kriegt natürlich auch die Safe Games und die einzelnen Schnipsel im Anschluss des Videos. Und ich würde den Willi jetzt mal bitten, dass er mal über die Testsysteme drüber fährt. Denn ich habe ja nicht nur ein Testsystem, ich habe quasi alle Testsysteme in der ganzen Redaktion. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Also man sieht hier eine Auswahl der ganzen CPUs. Ich habe natürlich noch viel mehr, aber das sind jetzt eigentlich so die wichtigsten. Wir haben hier alle möglichen Intels, die 10-9Ks, die 9-9Ks. Hier sind ein paar Ryzens, ein paar 12-Kerner, ein paar 8-Kerner. Die kennt ihr ja alle. Wir haben auch hier gerade eins aufgebaut. Hier haben wir auch einen Zen 2 Prozessor drin, 8-Kerner. Das ist meine wunderschöne Grafikkarte, also eigentlich RAV seine, aber ich nutze ja eben. Das ist eine 2080 Ti von MSI und zwar die Trio-Set. Und die haben wir übertaktet auf 2,1 GHz und haben den Speicher auch auf 9 GHz übertaktet, damit wir nämlich aus dem GPU-Limit möglichst rauskommen. Wir haben allerdings festgestellt, dass wir mit dem 10.9K, also der schnellsten Spiele-CPU, trotzdem zum Beispiel in Doom Eternal in das CPU-Limit, in das GPU-Limit reinkommen. Ist eben so. Wir müssen mal gucken. Ampere ist ja jetzt bald da und es kommen ja auch wieder neue CPUs. Dann rüsten wir das vielleicht mal auf und gucken mal, was da möglich ist. Ja, wir können noch mal nach hier hinten fahren. Kommen einfach mal mit. Weg von den CPUs hin zu den ganzen Mainboards. Das ist ja auch nur eine Auswahl. Ne? Also man sieht hier auch die einzelnen Intel-Sockel, die AMD-Sockel. Und hier vorne liegen die Boards, die ich immer am meisten benutze. Hier zum Beispiel das Z490, das Z390. Und gerade aufgebaut haben wir das X570, da kann man ja fast alles von AMD drauf machen. Ja, ich habe hier eine kleine Auswahl an Arbeitsspeicher. Da hat man eben alle Möglichkeiten. Ja, wir gehen mal zurück zum Arbeitsrechner. Es ist nämlich noch eine Sache sehr wichtig. Wenn ihr die Benchmarks nachstellen wollt, dann müsst ihr nämlich das Tool, was ich benutze, nämlich CapFrameX, auch genauso einrichten. Sonst kann es sein, dass die Werte da eben anders sind. Und ich zeige euch das eben mal. Ihr habt nämlich hier unter dem Tab Overlay die Run History und die Aggregation von der Run History. Und hier ist einfach wichtig, dass ihr hier auf Mark and Replace klickt und die Outliner Percentage auf 5% stellt. Und 5% klingt jetzt erstmal viel. Es ist allerdings so, dass wir bei Anno 1800 oder auch bei Planet Zoo ein Spiel haben, die so dynamisch arbeiten, dass ihr auf jeden Fall über die 5% sogar noch teilweise hinauskommt. Und wenn ihr da jetzt zum Beispiel 2% oder 3% einstellt, dann müsst ihr diesen Benchmark einfach 10, 20 Mal wiederholen. Und ja, so viel Zeit hat man hier einfach nicht. Das ist hier wichtig. Ihr macht immer 3 Durchläufe und unter Capture könnt ihr hier auch einstellen, dass die 20 Sekunden dauern. Und über den Log-Sensor könnt ihr euch dann auch noch Dinge anzeigen lassen, wie Taktraten und Verbrauch. Das wird ja alles dokumentiert von uns. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Spiele über, zeigen euch mal alle Szenen und auch die 4 Anwendungen. Dann könnt ihr alles genau nachmachen und alles Weitere seht ihr dann auch im Fließtext.
Tyrann Don Juan stürmt die Stadt und zieht diesen kaltherzigen Hund. Ein Tiger, der in die Enge getrieben wird. Der Tyrann Don Juan ist schon lange tot. Doch es herrscht noch immer Chaos in China. Sein hochgeschätzter General Lü Bu, der ihn hinterging, ist weiterhin eine Bedrohung. Und ihr, Cao Cao, wollt ihn. Ein Tiger, der in die Enge geht. Thank you.
Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar.